Hey, you sexy puppets! Welcome back to Crowny's YouTube channel. Enjoy the upcoming Counter-Strike video and make sure to hit that like button. Oh shit, da geht's schon los. Fuck! Jetzt wollte ich gerade erst das Intro machen. Wunderschönen guten Tag, meine schwulen Spritzer Crownies hier am Start. Den Jordan und den Murat haben wir auch mit dabei. Hallo. Hallihallo, Leute. Und Overwatch ist gerade rausgekommen. Wir haben es noch nicht gespielt. Ich habe noch keine Beta, noch keine Alpha gespielt. Habe aber gesehen, dass man da Kisten öffnen kann. Deswegen direkt am Anfang, das Erste, was gemacht wird, ist Kisten geöffnet. Es ging jetzt beim Reintappen auch direkt schon los, habt ihr gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, ob davon was gut ist, weil ich das Spiel, wie gesagt, noch nie gespielt habe. Ich habe mir kaum Videos dazu angeguckt. Aber wir sind es mal gehofft. Deswegen nicht verzweifeln, wenn ich irgendwas Krasses ziehe und ich weiß es nicht. Ich habe es einfach noch nie gespielt. So. Gucken wir uns einfach mal ganz neutral an, von jemandem, der keine Ahnung hat. Das Mikrofon, das ist ein Spruch. Mal Vorschau, geht nicht. Auch nicht schlecht. Der Skin geht. Ausrüsten. Wir haben ja noch keinen anderen. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, genau, Escape. Kann ich jetzt hier nicht Vorschau machen? Nee, geht nicht. Muss ich nachher mal gucken. Na gut, wenn ich in dem Tempo weitermache, dann kommen wir nie zum Ende. Das wird so oder so ein sehr langes Video. Ja. Oh, der sieht ja gut aus. Der glänzt auch golden. Ja, das ist, glaube ich, bestimmt Legendary oder so. Ja, das kann sein. Der ist blau. Ah komm, gucken wir uns nachher mal an, die ganzen Skins. Außer die goldenen, die werden natürlich ausgerüstet, weil die golden sind. Oh, nee, das ist, glaube ich, nicht ganz so eine coole Box. Wer weiß. Was nicht Minimum golden glänzt oder glänzt schon wieder nicht golden? Da ist ein bisschen Gold. Was ist das denn? Zack. Aber wie die Kisten aufgemacht werden, finde ich cool. Aber wieder nichts Goldenes. Die Animation ist auch geil. Ja. Schade, dass da nicht mehr Goldenes rausflutscht. Komm, jetzt was Goldenes. Oh, zweimal Pink! Pink! Oh, der sieht heftig aus. Ja, Mann. Wow. Oh, ich glaube, das ist so ein krasser Skin, oder? Holy shit. Kann sein, Mate. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Genauso wie du. Wir haben das Spiel... das Spiel ist gerade rausgekommen, Boys. Wir haben uns das direkt natürlich geholt. Und, ja. Crowny wollte direkt ein Case-Opening machen. Ich mache ein Case-Opening, aber nachher einfach im Livestream. Ich werde morgen streamen. Gut, wenn ihr das Video seht, werdet ihr es nicht mitbekommen. Wird heute Morgen gewesen sein. Ja. Nee, das ist alles scheiße hier, glaube ich. Ja, aber was krass aussieht, muss auch krass sein. Also ich glaube, Purple ist schon gut. Hier zweimal Blue. Ja, der linke sieht auch cool aus, so vom Aussehen her. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt irgendein super special Mega-Skin ist. Hier auch leider wieder... Oh. Oh. Ja, ist aber auch nichts Krasses. So Pink ist natürlich äußerst männlich. Oh, da war ein goldenes Mikrofon. Nee, wieder kein Gold mit dabei. Zack, jetzt muss ich nachher erstmal gucken, wo wir die ganzen Sachen finden. Oh, da ist wieder Pink dabei. Oh, das sieht auch wieder heftig aus. Jo, das sieht echt geil aus. Ah ja, Digga, das wird schon. Wird schon. Und Purple wird schon gut sein, oder? Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob Purple gut ist. Oh, ein goldener. Boah, das sieht auch heftig aus, Mate. Was denn Lucian da? Gell? Das sieht heftig aus. Nee, ich glaube, die ist wieder nicht so heftig. Zack, geht die nächste Kiste auf. Oh, da ist wieder Pink. Und? Oh, der hat einen Smiley. Smileys sind immer gut auf jeden Fall. Roter Lama, das ist ein Emote. Was auch immer ein Emote ist in diesem Spiel. Nee, da ist wieder nichts Tolles Farbiges dabei. Ich weiß ja nicht, was diese Sprühdosen sind. Eventuell werde ich es nachher rausfinden. Dreimal blau. Aber vielleicht kann man das so ein bisschen mit Hearthstone vergleichen. Vielleicht ist Gold echt legendär. Und blau selten. Und Purple so... Episch. Episch, ja. Vielleicht... Oh, da haben wir dann auf jeden Fall vielleicht wieder... Ah, toll. Epischer Goldhaufen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Ich würde ja lieber coole Skins haben. Nee, da ist ja auch wieder nichts Tolles dabei. Oh, der sieht witzig aus. Ich weiß auch gar nicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was die Charakter alle können. Die sieht nicht gut aus. Ich glaube, die ist scheiße. Die spielen wir mal nicht. Ja, da haben wir doch einen cooleren Skin. Hier diesen Yasuo-Skin haben wir da schon am Start. Ah, kann echt sein, dass man das ein bisschen so mit Hearthstone vergleichen kann, gell? Von der Farbqualität her. Er ist ja vom selben Spielehersteller, deswegen kann das sein, ja. Geben boah, was macht denn Urgott da, Alter? Die klauen einfach alle Champions aus LoL. Da haben wir Lucian ist wieder am Start. Und Master Yi. War ganz links. Na, da ist ja gar kein Champion drin, das ist nicht so toll.
Ja, Gold! Lol. Der ist cool. Holzbot, der ist cool. Könnte man sich auch einreden, dass das wieder hier ein bisschen Blitzcrank nachempfunden ist. Und komm, komm, was Goldenes wollen wir sehen. Nee, wieder nur blaue Scheiße. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, ob ich das jetzt für eine Kampflespe, Alter. Oh. Den hatte ich schon vorhanden. Ah. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich gut gezogen habe oder nicht gut gezogen habe. Ich habe keine Ahnung, was der Durchschnitt ist. Oh, da sieht wieder sick aus. Links sieht echt geil aus. Das sieht wieder gut aus, ja. Hui. Ja, weiter. Blau ist, glaube ich, Standard, oder? Ich glaube, Blau ist so ganz normal selten, ne? Ich glaube, diese Weißen hier sind Standard. Ja. Oh, Gold! Und? Lol, der sieht gut aus. Ist das Fade mit am Start? Ja. Sag Rainer mit. Purple wieder. Oh, der sieht ja heftig aus, Alter. Buschen! Sieht der heftig aus? Der sieht echt geil aus. Der sieht echt sick aus. Ja. Richtig sieht heftig aus. Nochmal Purple? Der sieht auch witzig aus. Was macht Crowny denn da? Heute, so sieht Crowny Real Life aus. Ja. Der dritte bin ich. Der hat Holzbein. Ist mir nachempfunden, Digga. Oh yeah. Der sieht auch, gut Digga. Aus, Alter. Ist echt so. Ist echt so. Oh, wieder Gold. Und? Was ist es? Neue Gold. Ash. Ah, Digga, Gold, ich kann mir nicht vorstellen, dass Pink und Gold so selten ist, weil das kommt ja voll oft. Ja, das kann nicht Legendary sein. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ja auch das absolute Noob-Luck. Weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe und direkt Kisten aufmacht. Das gefällt dem Game von Blizzard vielleicht. Ich glaube, der ist mit dir gnädig heute. Hui. Ja, aber Gold kommt schon am seltensten von allen. Kann man mal sagen, oder? Ja, denke ich auch. Also Purple kommt da ja einiges öfter. Wenn man Skins hier doppelt hat, habe ich auch gesehen, werden die irgendwie aufgewertet oder so. Oh, da ist wieder der Urgott. Komm, jetzt nochmal Gold. Oh, der sieht auch chillig aus. Oh, Master Yi! Master Yi is back, man. Hui! Nee, die sehen alle eher nicht so geil aus. 5 Kisten haben wir noch. Der Sensenmann war aber cool, Digga. Hui! Yasuo? Nee. Die Kiste hat mir jetzt ja nicht gefallen. Ah, wieder nur blau. Oh, cool. Man muss echt sagen, dass die Animation auch geil ist, oder? Ja. Das ist echt super detailreich. Das Case Opening. Fällt mir richtig gut. Hui! Und die letzte Kiste geht auf. Oh, und nur Scheiße drin. Kack, da, die Kampflespe ist ja wieder am Start. Also. So, jetzt muss ich mal gucken, wo kann ich jetzt sehen, was ich hier drin habe? Heldengalerie vielleicht. Ah, hier habe ich 5 Skins. Was ist das? Klassisch 1 von 10. Hä? Mates, ich habe keine Ahnung. Heroisch habe ich gar nicht. Sprüche, eine ruhige. Nur ein Mensch, check ich nicht. Komisch. Gesundheit. Gesundheit. Vielen Dank. Boah, der Reaper ganz rechts ist halt, sieht schon überfett aus. Der sieht sick aus. Welcher? Boah, ja, der Reaper. Sieht echt fett aus. Habe ich da nicht auch einen coolen Skin? Der Lucian. Ah, okay, hier habe ich noch nichts. Skins, hier habe ich 3 Skins. Wow, sogar 2 goldene, glaube ich, oder? Welcher ist jetzt am... Ah, der ist schon am coolsten, den ich hier habe. 75, keine Ahnung. Wow, Alter. Da gibt's schon heftige Skins, gell? Boah, der. Der richtig dieser heftig, dieser Nimmermehr, oder wie der hieß, Alter. Nee, der ist schwul. Das ist der Mordekaiser. Was gibt's denn hier noch für coole? Der eine mit dem Pfeil im Bogen hat mir auch gut gefallen. War das der? Nee, oder? Also, es ist gerade eben gelesen. Ein Skin heißt Reinhard. Links unten. Ja, ja, der Modekart. Wo ist denn? Na gut, Freunde, das wird ja auch zu lang. Ich werde mir das nachher erstmal persönlich angucken. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. War mal was anderes als Counter-Strike.
Aber ich denke, Overwatch ist eh gerade ziemlich im Hype. Deswegen hoffe ich hier auf 2 Millionen Klicks. Und ich sag bis Spider-Man. Schlusswort geht an die 2 Schlawiner. Ja. Gut, dann halt kein Schlusswort an die 2. Und tschüss. Ciao. Ciao. Wir mal ein paar verschiedene Gambling- bzw. Case-Opening-Seiten testen. Auch den Game werden wir testen. Wir haben hier einmal Only-Skins, wir haben hier Cheat-to-Case und wir haben hier CSGO-House. Alles sind so CSGO-Case-Opening-Seiten sozusagen und der gute Game natürlich auch. Den werden wir zum Schluss aufmachen. Links auf der Seite werdet ihr immer sehen, wie viel Plus-Minus wir auf den verschiedenen Seiten gemacht haben. Dazu sei gesagt, das ist natürlich nur ein Test. Wir haben überall $50 aufgeladen, insgesamt $200 und es ist natürlich trotzdem Glück, ob man mal Plus oder Minus macht. Also entscheidet euch nicht für die Seite oder für Game, je nachdem wie Plus-Minus ist, sondern wegen den positiven und negativen Kritikpunkten, die ich hier äußere. Dabei haben wir noch den Giorgio. Ja, was hält überhaupt ein, auf so eine Scam-Seite wie OnlySkins zu gehen?